Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mond. Nachdem wir letztes Mal die Prüfung bestanden haben, gehen wir zurück zum Elternhaus, wo uns, wie wir sehen, schon die Leute von Team Skull erwarten. Na, gehen wir aber mal rüber, damit wir das Ganze auch hinter uns bringen. Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Das bin ich von dem Namen Anton gar nicht gewohnt. Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Balk fertig machen lassen. Aber um die da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter auf dem Weg im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oh, ein 3 gegen 3 Kampf. Kommt ein 3 gegen 3 Kampf. Ich hätte gerne mehr Sonderkämpfe. Skullforscher Fran fordert dich heraus. Ein Golbat. Oh, die sind schon Level 34. Das steigt aber mächtig schnell. Oh, und trotzdem kann es Konfusstrahl. Superschall, Konfusstrahl. Was kann das noch zu verwirren? Okay. Haben es aber trotzdem besiegt. Die Musik am Vierer. Was war am Vierer? Oh, keine Ahnung. Machen wir mal weiterkämpfen. Ach, okay, jetzt weiß ich, was es ist. Okay, das ist dieses Ge. Ja. Das ist nicht gut, aber wir haben ja ein Gesteins-Pokémon hier. Das ist zumindest nicht so anfällig für Feuerattacken. Und effektiv gegen Feuer-Pokémon. Das letzte Amphierer, dem wir begegnet sind, war ja riesengroß, weil es der Herrscher war. Oh, ich dachte, die hat noch ein drittes Pokémon. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Jetzt müssen wir dich erstmal heilen. Ich meine, das ist eine gute Sache. Das macht diese ganze Sache mit dem Statusveränderungen wesentlich leichter. Macht aber teilweise diese ganzen Beeren und so weiter, oder beziehungsweise die ganzen Mittel, ein bisschen unnötig, da man die wirklich nur im Kampf einsetzt. Und da finde ich teilweise auch das Problem, wenn der Gegner die ganze Zeit sein Toxin spammen würde. Du kommst ja nicht dagegen an. Mann, du hast echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs dich nicht im 0, nichts vom Platz wegen konnten. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar allein. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Po willkommen zu heißen. Yo, 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 check it up. Yo, 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 yo. Und Tali, bist du schlecht? Seufzt. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht es allen gut. Armes Klein ist mein Gunio. Was werden sie jetzt büßen? Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Jedessi muss allein nach Po gehen, so wie ich sie es gesagt habe. Genau, denn in Po befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge, ich kenne da jemanden, der dir helfen kann.
Suche einfach Route 15 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Bitte hilf meinem kleinen Mann Junior. Ich gebe dir auch das hier dafür. Ich habe aber Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt. Mein Gott, die hören noch nie. Kann man noch so oft Nein sagen? Fällt mir eigentlich auf, wir haben schon ziemlich lange nichts mehr gefangen. Oh, das. Alola. Wir haben echt länger nichts gefangen, oder? Ich bin ja jetzt mehr auf dem Trip, dass wir hier ein bisschen zackiger durchgehen, damit ich auch zum Ende komme. Oh, ein Sandan. Oh, Iglu-Sandan. Ich glaube. Also meine Attacke dürfte, wenn ich das richtig weiß, nur effektiv sein, weil. Ja genau, weil es ist Stahl, aber es ist auch Eis. Und Eis ist, wird effektiv von Gestein getroffen, Stahl nicht. Das ist der Unterschied. Lass mich raten, der hat noch einen Vulpix. Nee, Knogger. Nö, das bleibe ich weiter. Das ist doch jetzt der Feuertyp, wenn ich es richtig weiß. Feuergeist oder was? Irgendwie. Ja gut, wenn Unlicht effektiv ist, dann müsste es irgendwie Geist sein. Hatte der 2 oder hatte der 3 Pokémon? Hatte nur 2. Gut. Weil es hätte ja sein können, dass er noch einen Vulpix hat. Wenn er ein drittes hätte. Das wäre so. Wir bräuchten so einen Trainer, der wirklich alle Alola-Formen oder zumindest 6 Alola-Formen dabei hat. So. Und gleich müssen wir ihn wieder heilen. Das ist doch. So. Niemstein fängt aber auch die ganzen Statusveränderungen wie kein zweiter. So, wen haben wir dann noch? 3 Herzen haben wir hier. 1 hier, 4 hier. So, machen wir mal da. Du brauchst auch mal Streicheinheiten. So. Okay. Das muss dir vorerst mal lang. Bohnen kann nur jetzt keine zu essen geben. Und beim Plaza muss ich auch mal mitmachen. Oh, ich habe so viel zu tun. Und da hinten. Wir schauen uns aber auch mal an, was es hier so im hohen Gras gibt. Oh, ein Fleckmann. Haben wir sowas schon? Ich habe noch keinen Fleckmann. Okay, dann versuchen wir mal mit Felsgrab. Ich. Oh, das passt sogar. Gut, das ist natürlich nicht gut, deswegen müssen wir auch mal zum. Okay, wir haben einen Haufen Bälle, aber okay. Ja, einen Haufen Bälle, aber nicht so viele. So. Genau. Dann haben wir einen Fleckmon. Wie soll man Fleckmon nennen? Das ist ja auch mal so eine Sache, die könnten wir mal über die Kommentare klären. Wie wär's? Ihr erzählt mir, welchen Namen ihr für Fleckmon habt und ich schaue, dass ich bis zum nächsten Mal
Phlegmon dann den Namen gebe. Weil ich bin so ziemlich aus meinen. Also für Phlegmon bin ich wirklich etwas. Ja, neben der Kappe. Könnt ihr mir einfach Namensvorschläge geben? Also ich weiß ja, der gute Schutzgeist wird öfters schreiben. Und sonst, ich würde mich natürlich über jedes weitere Kommentar freuen. Dann können wir das vielleicht mal über die Zuschauer abklären. Vielleicht. Ich muss ja eh gucken, dass ich langsam mal ein bisschen schneller hier durchkomme. Wir sind auf der dritten Insel. Das ist ja schon eigentlich. Das ist jetzt nicht das Beste, aber ich meine, wir sind schon eine Prüfung haben wir, wie viel war's? 7 Prüfungen waren es insgesamt, haben sie am Anfang gesagt. Da auf der letzten mindestens eine ist, sind es noch 6. Auf der ersten nur eine, sind es noch 5. Da müssten hier noch 2 Prüfungen sein. Nee, das sind auf dieser Insel sind 2. Eine haben wir schon. Fehlt noch eine. Also haben wir noch eine Prüfung hier, dann Captain. Und dann. Ja. So, was hast du? Diese Garnung von hier transportieren die Pokémon, die sie klauen per Schiff. Cora? Dieser Feindengel war früher offenbar mein angesehener Trainer in der Einhalt-Region. Bisbarck? Ist das zum Rumschnüffeln? So, dann reden wir noch mit dieser auffälligen Person. Ach du grüne Neune, habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Ich bin Astor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, wenn du schon mal hier bist? Kannst du raten, auf welcher Seite die Münze landen wird, die ich werfe? Weder noch. Wow. Und das, obwohl ich geplant hatte, die Münze von einem der am Himmel kreisenden Panzerhorn stibitzen zu lassen. Du hast gewonnen. Als Belohnung sorge ich nun dafür, dass du per Pokémon-Mobile-Funk Torhüter herbeirufen kannst. Spring am besten gleich auf und mach dich mit ihm vertraut. Okay. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber lass mich dir trotzdem einen Tipp geben. Und drückst du den B-Knopf, während du auf Torhüter reitest, kannst du mit der Torhüter-Düse mühelos Felsen zertrümmern, die dir den Weg versperren. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte. Am Ende von Route 16 liegt die Stadt Po. Dort treibt gerade Team Sky sein Unwesen. Solltest du dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Müsst man den Typen kennen? Ich habe so das Gefühl, ich müsste ihn kennen, aber. Ja. Ah, ich habe mir es doch gedacht. Torhüterdüse! Yay! Voll cool. Bam! Bam, bam! Hey, das ist cool. Ich habe die Lebensform vergessen. Wie kann ich das nochmal einstellen? Muss ich nochmal gucken. So. Ja, genau, das war's so. Nee, nee. Volles Jetski.
Oh, ein Pelipper. Ja, ich fange ungern die Entwicklungsstufen von Pokémon, weil ich, ja, weil es eigentlich unnötig ist. Dann habe ich zweimal dasselbe Pokémon. Die entwickeln sich ja weiter und wenn ich die Vorstufe will, dann kann ich ja genauso gut züchten. Und dann habe ich sogar besser. Außer ich will einen bestimmten Typ. So. Oh, Knirscher. Na, das ist natürlich gut. Knirscher ist die verbesserte Version von Biss. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben ja. Wir sind jetzt auf dem Wasser. Das ist so. Batteriegebiet. So. Okay. Scheinen aber keine Trainer hier gerade im Wasser zu sein. Ah, da vorne sind welche. Ich gehe aber mal auf diese kleine Insel hier und ich muss offen sagen, es ist cool, dass man jetzt sich ein bisschen freier bewegen kann, ohne dass einem gleich Dutzende von Trainern entgegenkommen oder die ganzen 5 Meter über ein. Ich versuch's mal mit Schaufler. Okay, wir sind auf dem Wasser. Vergrab dich in den Boden. Okay, doch, ich hatte nicht gedacht, dass die Effektivität so heftig zuschlägt. Besonders weil wir ja kein Bodentyp sind. Aber ich habe mich wohl verschätzt. So. Ein Ast-Trainer. Ich tippe darauf. Die hat mindestens einen Vulpix. Und hat dann noch ein anderes Alola-Form-Pokémon. Oder zwei. Ha! Fängt schon mal richtig an. So. Oh, Level 34. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Aber. Ach du Schande. Um einen Punkt. Oh, Psycho, Psycho. Ach nee, Psycho ist nicht effektiv gegen Käfer. So. Alpollo. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Das ist ein Geist. Ja, wir möchten mal unseren Kyoko Fire sehen und ich glaube, wir hatten den Move noch gar nicht gezeigt, diesen Z-Move. Ich habe ihm ja dieses Lariat Z gegeben. Und da wird Hyper Dark Crusher, ja, wir haben noch keine Unlicht. Das ist nicht sehr effektiv. Da ist seine Kraft zusammen und wendet eine Z-Attacke an. Hyper Dark Crusher. Okay, weiter so. Der Apollo wird sich auch denken, was zur Hölle? Knuddeluff. Knuddeluff. Knuddeluff, Knuddeluff. Wir haben nichts, was effektiv ist, außer hier den Zertrümmerer höchstens, aber da das Fee ist, ist es auch nicht wirklich effektiv.
Also wir haben nichts Effektives gegen Feen. So. Dann burschnabieren wir. Ja gut. Das dürften wir schaffen. Wir haben jetzt drei Viertel abgezogen. Er müsste schon seine Verteidigung auf die höchste Stufe bringen, um das überlebt zu haben. Und selbst dann wäre es, glaube ich, ziemlich Kugelsaat. Eigentlich gar nicht schlecht. Die Schnabelkanone finde ich schlecht. Wegen dieser einen Runde Aufladzeit. Dann nehmen wir lieber das und behalten den Bohrschnabel. P-Teiler erhältst du den Rest deiner Pokémon. Okay, meine Kleinen, zurück in eure Bälle. So, jetzt wollen wir aber noch gucken, weswegen wir hier auf dieser Insel gestrandet sind. Oder gelandet sind. Hier wird auf jeden Fall was gebaut, ein Elektrizitätswerk wohl, weil wir hier Stromstoß bekommen. Okay, und bevor wir uns wieder weitermachen, auf dem Weg zum nächsten, zu Po und Team Skull das Handwerk legen, werden wir jetzt hier eine Pause einlegen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, auf Wiedersehen.